22. Auflage des kunterbunten Drachen über Lemwerder lockte viele kleine und große Himmelstürme auf das Gelände Ritzenbüttler Sand an der Weser. Schon der Auftakt am Freitag war ein Paukenschlag. Ingo Pohlmann gab eine Live-Show zum Besten. Also zum Drachenfest kommen so jedes Jahr so ungefähr um die 20.000 Besucher, mal mehr und mal weniger. Und ja, wir haben dieses Jahr auch einen Rekord so gehabt an Drachenfliegern. Wir haben insgesamt 317 Drachenflieger gehabt, zum Teil aus der Schweiz, aus England, aus Holland, aus Belgien. Und ja, wir sind einfach ein beliebter Treffpunkt für Drachenflieger und natürlich auch für die Besucher. Die hatten natürlich auch neben den zu bestaunenden Drachen viele Möglichkeiten, sich unterhalten zu lassen. Neben einem Zirkus gab es zum Beispiel auch einen Kletterturm, an dem man sich versuchen konnte. Doch für eingefleischte Drachenfans gibt es nur ein Thema. Die Faszination, das ist für mich einfach das ominöse Winterhalbjahr, wo wir kaum fliegen, bauen zu Hause im Keller, dies entwickeln, entwerfen, fertigstellen. Und dann am Anfang des Jahres das erste Drachenfest, wenn es dann soweit ist, das dem Publikum zu präsentieren. Das ist für mich meine Faszination. Und wenn man dann noch vom Publikum den Applaus bekommt, das ist unser Brot, sage ich mal. Da sind wir wieder stolz, wie die kleinen Kinder. Wer sich für Drachen begeistert, der hat natürlich auch ein paar im Gepäck. Da bleibt kein Platz für etwas anderes. Jürgen van Almelo nimmt dies aber gern in Kauf und das nicht zum ersten Mal. Ja, das Drachenfest, das gibt es mittlerweile zum 22. Mal und ich habe leider Gottes das erste Mal verpasst. Sprich, ich bin 21 Mal jetzt hier gewesen. Und das Drachenfest, das ist für mich einfach ein Muss. Lemwerder war von Anfang an ein Muss und Lemwerder wird auch immer so bleiben. Ich werde auch immer versuchen, hier hinzukommen. Genau wie die meisten seiner Gleichgesinnten. Und um den Nachwuchs braucht man sich auch keine Sorgen zu machen. Denn der trainiert schon fleißig fürs nächste Jahr, wenn es wieder heißt Drachen über Lemwerder.